Hey mein lieber Guido, erstmal alles Gute zu deinen 1000 Abonnenten. Ich konnte meinen Augen nicht trauen. 1000 Abonnenten, das ist wirklich eine Zahl. Das hat nichts mehr mit 10 oder 100 Abonnenten zu tun. Das ist wirklich eine Schlagzahl, die du da erreicht hast. Herzlichen Glückwunsch dafür. Und natürlich möchte ich auch in deiner Challenge mitmachen, da ich in der näheren Umgebung hier wirklich nichts mehr gefunden habe, was irgendwie essbar war, bis auf ein paar Kiwisträucher, wo die Kiwis noch klein und hart waren. Ich wollte es mir nicht wirklich antun, bin ich einfach nicht fündig geworden und habe nichts Essbares gefunden. Aber so wie du gesagt hast, habe ich ein paar Videos für dich zusammengeschnippelt aus Gegenden, wo ich in der letzten Zeit unterwegs war. Da ist Skandinavien dabei, da ist der Harz dabei, also eine schöne Zusammenstellung. Ich wünsche dir schon mal viel Spaß dabei. Grundsätzlich muss ich sagen, dass es immer eine tolle Sache ist, wenn man irgendwo in der freien Natur fündig wird und was Essbares findet. Ich möchte zwar keinen Vergleich mit einem Supermarkt anstellen, es ist einfach ein Unterschied, wenn etwas in der freien Natur wächst, ohne Pestizide und den ganzen Schnickschnack. Dir, lieber Guido, viel, viel Erfolg und Spaß weiterhin mit deinem Kanal und mit deinen Zuschauern. Du bereitest uns wirklich eine Riesenfreude. Mach weiter so, bleib wie du bist, rock das Ding und bis bald. Ciao. Ich habe hier einen Pflaumenbaum. So lecker. Wow. Fast gar nicht bitter. Sehr, sehr gut. Hast du mal probiert hier? Boah. Ganz ehrlich, wir bleiben mal kurz zur Zeit, oder? Überall auf dem Weg haben wir, wenn mich nicht alles täuscht, entweder Himbeeren oder Heidelbeeren. Überall diese ganzen Sträucher. Wächst leider noch nichts. Man sieht jetzt teilweise nur die Blüten rauskommen. Zum Beispiel sehr gut. Naja, dauert sicherlich noch. Nicht mal eine Minute hat es gedauert und wir haben schon eine kleine Bärenausbeute. Sau lecker.